Hi, ich bin Vince von GameStop und in diesem Video erfahrt ihr ein paar Tipps zu eurem eigenen Cosplay. GameStop ist mittlerweile auf fast jeder Comic-Con in Deutschland vertreten und auch ich frage mich manchmal, wie geil es wäre, mit meinem eigenen Cosplay dort auf diesen Messen vertreten zu sein. Doch es ist gar nicht so einfach, sein eigenes Cosplay wirklich selbst zu bauen und auch etwas zu finden, mit dem man zufrieden ist. Und damit mein eigenes Cosplay für die Messe in Dortmund wirklich cool wird, brauchte ich natürlich ein bisschen Hilfe. Und da ich mir keinen besseren Ort vorstellen kann als die Comic-Con in Berlin, werden wir uns hier jetzt ein paar Cosplayer schnappen, die befragen können, wie wir uns das am besten bauen, wie wir dafür sorgen können, dass dieses Cosplay wirklich, wirklich fett wird. Und da sehe ich schon die erste, die wir machen können. Ich habe hier auf der Convention halt welche aus England bestellt und die Griffe habe ich mir halt selber gemacht, ja. Was hast du da für ein Material benutzt, damit du das so deine Hand anpassen? Ist das so eine Art Wachs oder sowas? Das sind so eine kleine Kügelchen, die macht man halt im Wasser heiß, dann werden sie weich und dann im kalten Wasser kann man es wieder praktisch so formen und anpassen. Und dann mache ich immer ein Waschbecken voll und warte, bis es dann hart ist. Waren diese Sachen teuer oder kann man sie auch so als Normalsterblicher kaufen? Kann man sich als Normalsterblicher kaufen, dafür muss man nicht Wolverine sein. Wie sieht das bei dir aus? Dein Kostüm ist ja wirklich extrem krass und cool. Darf ich mal so, darf ich mal anfassen? Ja. Ja? Krass. Du hast es wahrscheinlich selbst gemacht, oder? Zum größten Teil, ja. Der Brustpanzer und die Maske sind hier Nachfertigungen, die habe ich mir anfertigen lassen. Also ich finde das schon sehr cool. Ich habe auch eben gerade gesehen, dass dieser Umhang tatsächlich so ausgebreitet werden kann. Habe ich das? Ich wollte das mal kurz zeigen. Wenn du jetzt so ungefähr sagen würdest, wie lange du dafür gebraucht hast, sag mal so eine Wochenzahl, wenn du kannst. Das ist schwierig. Also den ganzen Anzug habe ich über Jahre hinweg Stück für Stück zusammengestellt. Das macht mir natürlich Sorgen, weil eigentlich wollte ich mit meinem Cosplay sehr schnell fertig sein. Hast du sonst noch einen Tipp für mich, auf was ich achten sollte, wenn ich mein erstes Cosplay, mein, ich sag mal, Low-Budget-Cosplay machen will? Gibt es da irgendeinen Tipp, den du mir als Einsteiger auf jeden Fall geben willst? Herzblut. Finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Vielen Dank. Also erstens, Herzblut brauchen wir für unser Projekt. Und wenn wir solche Krallen bauen wollen, gibt es dafür so eine Art Claypaste, die man sich kaufen kann, die je nach Temperatur weich oder hart wird. Zum Glück gibt es hier jede Menge, die wir fragen können, wie sie ihre Kostüme gebaut haben. Und ich habe da drüben auch schon zwei weitere, die einmal kurz mit uns quatschen wollen. Hallo ihr beiden, grüßt euch. Wollt ihr mir mal kurz mal sagen, wie lange ihr ungefähr gebraucht habt, bis das fertig war? Ungefähr diese Woche die ganzen Materialien so gemacht und heute um 6 Uhr angefangen zu schminken. Wir haben uns getroffen. Ich musste ein bisschen früher aufstehen, weil ich zu ihr hingefahren bin. Und dann ging's los. Ja. Ich finde es gut, dass ihr sagt, dass man das in einer Woche planen kann, weil eben gerade habe ich ganz schlechte Nachrichten gehört. Es kann sein, dass ich für mein Lieblingskostüm mehr als ein Jahr brauche, wenn ich da wirklich viel drauf achte. Was habt ihr für mich als Tipp, wenn es darum geht, ein einfaches Cosplay zu bauen? Also man kann es auch relativ billig halten, wenn man es jetzt erstmal so amateurmäßig wie wir machen macht. Ja. Du findest das amateurmäßig? Im Gegensatz zu denen mit den krassen Helmen und so. Ja, okay, mit dem Helm kann man natürlich auch übertreiben, keine Frage. Ne? Bei meinen Kostümen gibt es jetzt eine Frage, Umhang oder kein Umhang? Da muss der Umhang schon echt gut sein, weil wenn es nur so ein billiger Superman-Umhang ist, dann geht es gar nicht. Wie billiger Superman-Umhang? Ich bin dann einfach mal wie Edna aus Die Unglaublichen, kein Umhang auf keinen Fall. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, unser Kostüm wird keinen Umhang haben. Ihr beiden, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier. Ne? Dankeschön. Tschüss. Ich habe hier übrigens ein wirklich unglaubliches Cosplay gefunden. Ich weiß auch gar nicht, was das genau so ist. Wie ist das eigentlich? Als was bist du verkleidet? Hallo? Ja, dann halt nicht, aufgeblasener Fatzke. Wow. Echt beeindruckend. Richtig krass. Ich möchte ebenfalls für die Comic-Con in, ich glaube Dortmund ist das, für die möchte ich mein eigenes Cosplay bauen. Und ich habe da wirklich keine Erfahrung. Was wäre dein Tipp für mich, um wirklich ein cooles Cosplay zu bauen? Also ich sag mal, wenn du großer Star Wars Fan bist, fang mal mit einem Star Wars Kostüm an. Ich habe so schlecht angefangen, wenn ich die Bilder von mir selber sehe, sage ich eigentlich so, hätte man nie auftreten dürfen. Wenn ich jetzt noch fragen darf, wie lange hast du ungefähr für dein Cosplay gebraucht? Kannst du das groß abschätzen? 2 Jahre und das dauert einfach mal so lange, weil du immer irgendwelche neuen Tipps bekommst oder du lässt Sachen neu anfertigen. Ja, aber man braucht schon, sag ich mal, gut 2 Jahre, so bis das wirklich dann finalisiert ist. Okay, dann nehmen wir das nicht als Ziel, aber zumindest nehmen wir mit, dass wenn wir etwas machen, das auch etwas sein soll, auf das wir Bock haben. Ja, vielen Dank. Alles klar, ich danke euch. Schönen Tag noch, ne? Ja. Es ist immer wieder schön, die Jungs von Adventure Time zu sehen. Die sind hier gerade mit Cartoon Network unterwegs. Ist es sehr heiß bei euch im Kostüm?
Müsst ihr noch sehr lange da drin bleiben? Bereut ihr mittlerweile, dass ihr euch entschieden habt, das zu machen? Seid ihr gezwungen, um so zu antworten? Wenn ihr das so sagen müsst, gebt mir ein Zeichen und tretet mit dem rechten Fuß auf. Glaubt ihr, dass man in diesem Kostüm einen ganzen Tag mit bis zu 9 Stunden aushalten kann? Werdet ihr dafür auch gut bezahlt? Okay, danke für dieses sehr informative Interview, meine Lieben. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Da hinten sehe ich übrigens einen meiner Kindheitshelden und ich bin gespannt, was er mir für wertvolle Tipps geben kann. Du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, aber du und dein Kostüm, ihr seid meine Kindheitshelden gewesen. Und jetzt muss ich dich auch ganz ehrlich fragen und ich möchte es auch in der Hand halten, ist das der Dolch, den man, ich glaube, 95 oder 96 im Handel kaufen konnte? Ja. Den musst du mir zeigen. Dieses Spielzeug war damals so teuer, dass ich es natürlich nie hatte. Aber einer meiner besten Freunde, der hatte das und ab und zu durfte ich tatsächlich damit spielen. Ich erzähle kurz, warum ich die frage. Ich möchte nämlich auf der Comic-Con in Dortmund, ich hoffe, das ist nicht falsch, möchte ich mein eigenes Cosplay bauen. Da ich aber keine Ahnung habe und erst recht nicht weiß, wie ich das alles anstellen will, was hast du für mich als Tipp, wenn es darum geht, schnell und einfach ein cooles Cosplay zu bauen? Ich würde dir empfehlen, Pro-Foam zu bestellen. Und das kann man wunderbar formen, erhitzen mit einem Föhn. Und dann klappt das wunderbar. Wenn ich jetzt fragen würde, wie lange du daran gesessen hast, ich hoffe, deine Antwort ist nicht extrem lange. Ein halbes Jahr, aber das schließt den Helm mit ein und das Schild mit Stoff zu beziehen. Das war das Schwerste, was ich je gemacht habe. Es ist so abnormal geil. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Tipps und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Comic-Con in Berlin. Ich habe gerade 2 nette Leute getroffen und die sind ein großes Risiko für mich, weil ich weiß, dass der eine ebenfalls das erste Mal mit einem Cosplay hier ist. Wir fragen die beiden mal trotzdem, was sie für Tipps für mich haben. Ja, das war alles eine spontane Idee, so das erste Cosplay. Wir machen das auch nicht regelmäßig oder so. Bei mir war es halt so, eigentlich sollte ich ursprünglich als Wonder Woman gehen, aber jetzt bin ich halt Catwoman. Ja. Ja? Wie ist das passiert? Na, das Problem ist, wir sind ja keine Cosplayer. Also wir machen das halt zum ersten Mal, beziehungsweise ich. Ja. Ne? Wir haben halt die falschen Matten gehabt, haben es halt mit so Billigmatten erst probiert aus dem Aldi. Also so versucht, die ganze Form halt hinzukriegen von Wonder Woman und so. Sah dann so ein bisschen trashig aus. Aber nicht hingekriegt, da gehört also so ein Cosplay richtig zu machen, da gehört doch ein bisschen mehr Handwerkskunst zu. Du sagst, man muss dafür handwerklich begabt sein. Was kann ich machen, damit mein Ding nicht so trashig aussieht, wie du gerade sagtest? Was hast du da für einen Tipp für mich? Na, im Endeffekt, das Geheimnis ist, möglichst viel zu verschleiern. Also wenn du quasi, du willst ja in eine andere Rolle tauchen, umso weniger man von dir sieht, also eine Übergänge hier zwischen den Händen oder sowas oder am Hals, wenn du die Sachen halt verdeckst, dann wird es halt besonders gut und dann hast du eine ganz andere Wirkung. Bei Batman machen sie ja auch immer so ein bisschen Make-up dahinter. Das sind so kleine Tricks, wie man es boosten kann. So langsam befürchte ich, dass ich mich hier echt ein Riesenprojekt an den Fuß gefesselt habe. Euch beiden nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Comic-Con in Berlin. Dankeschön. Bis dann. Natürlich gab es dort nicht nur coole Cosplayer, sondern manche Leute waren wirklich sehr kreativ und haben sich unglaublich coole Sachen selbst gebaut, über Jahre hinweg. Und jetzt mal ganz ehrlich, Kid, unter uns beiden. Wie viele deiner Art sind bei den Dreharbeiten von Knight Rider draufgegangen? Während der Dreharbeiten wurden mehrere Firebirds stark beschädigt. Nur in den Folgen eine schreckliche Falle und Unfall mit Folgen wurde ich zerstört. Das ist übrigens keine nette Frage. Bitte steigen Sie sofort aus. Geht nochmal, danke für deine Zeit, ne? Spaß, ciao. Was für ein Arsch. Und zum Schluss durfte ich sogar Ian Glenn fragen, ob er ein paar Tipps für mein eigenes Cosplay hat. Ian, was für Ideen oder Tipps hast du für mich, wenn es darum geht, eine schwere Rüstung zu tragen und sich dabei trotzdem so zu bewegen, als wenn man tatsächlich ein Ritter ist, ohne dabei wirklich klobig oder unbeholfen auszusehen? Are you wearing the costume? I do, yes. Yeah, okay. My advice to you is pick the right material to make it with. So you need a very lightweight, but it looks really hard material, strong, looks like armor, but it's made with a...
a light material that you can, that it's not going to weigh you down too much. And my advice is go to the gym and get fit, although you look quite fit already. Thank you, sir. Thank you. Das waren ein paar sehr einfache und hilfreiche Tipps von Cosplayern auf der Comic-Con in Dortmund. Und jetzt seid ihr gefragt. Was habt ihr für Tipps für mich, damit mein Cosplay in Dortmund wirklich cool wird? Und wie sollte es aussehen? Am besten abonniert ihr meinen Kanal, damit ihr nicht verpasst, wenn dieses Cosplay tatsächlich fertig wird und was ich am Ende für ein Cosplay hatte. Richtig cool wäre es, wenn wir jetzt auch noch einen Namen dafür finden. Darum habe ich hier eine Umfrage für euch, in der ihr abstimmen könnt, wie dieses Cosplay für GameStop heißen soll. Falls das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das war's von mir. Bis denn. Ciao. Wir haben auf jeden Fall genug Eindrücke gesammelt von den Cosplayern. Packt mal. Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge hilfreiche Tipps und Tricks für unser erstes eigenes Cosplay bekommen. Wir dackeln jetzt. Wir haben auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall.